Ein Vierteljahrhundert, verdammt, ich lieb dich. Was für ein Song und was für eine Zeit. Und jetzt gibt es von Schlagerplanet.com diese, verdammt, ich lieb dich, Jubiläumsbox. Das ist ein richtig tolles Geschenk an mich und natürlich, wie ich glaube, auch an meine Fans. Eine wunderschöne Holzbox mit einem eingravierten Matthias darauf, dem Namen des Besitzers und einer individuellen Seriennummer. Toll, wenn das mal kein Sammlerstück wird. Wow! Hau ruck die Waschfrau! Da brat mir doch einer einen Storch. Ich krieg die Tür nicht zu. Ein Vierteljahrtausend, verdammt, er geht nicht. Was für ein Song, was für eine schöne Zeit, als er endlich nicht mehr gespielt wurde. Aber jetzt präsentiert uns die rauchgraue Reststimmen-Rockrakete mit dem wasserstoffblondierten Wixflocat auf der Rübe dieses wunderschöne Jubiläumsmahnmal, damit wir das gesungene Grauen niemals vergessen. Das ist ein richtig tolles Geschenk von ihm an sich, also auch seinen treuesten Fan. 25 Jahre und ein ganzes Lied. Dagegen erscheinen einem so übereifrige Hoppla-Hopp-Gelegenheitsmusikanten wie die Beatles ja regelrecht ramschig in ihrer ungefragten Überproduktion an sogenannten Welthits. Wow. Doppel-Wow. Hashtag awesome. Eine wunderschöne, aufklappbare Holzurne mit eingravierter Teufelsfratze darauf, um die Insolvenzverwalter zu vertreiben. Der Name des Verstorbenen und der individuell angepasste Satz, verdammt, hier lieg ich. Toll, wenn das mal kein Ladenhüter bleibt. Mal sehen, was da sonst noch so drin steckt in dem teuren Tischabfalleimer. Ich hab schon eine Gänsehaut in der Kimme, so gespannt bin ich. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Okay, wow. Das ist Vinyl. Eine echte Schallplatte, sozusagen voll oldschool, also sozusagen auch voll cool. Mit vier Versionen von Verdammt, ich lieb dich. Damit werdet ihr viel Spaß haben. Das hier ist die VIP-Card. Und diese Card ist wirklich very important, was die alles kann. Sie ist ein Knaller, ein Ding voller Überraschungen. Dazu später mehr. Und hier kommen wir zu dem absoluten Burner. Das ist ein Exklusivticket nur für die Besitzer dieser Box. Wow, das ist der Burner. Freut euch. Verdammt. Was steckt wohl hier in dieser Schmuckschatulle? Ich mach sie mal auf und mein Talisman. Er hat mich begleitet während meines Wiederaufstiegs und hat mir wirklich Glück gebracht. Ich hoffe, er bringt euch dasselbe. Also, toi toi toi. Was ist das denn? Jetzt wird's ja spannend. Wie geil. Das bin ich. In 3D. Zum Anfassen. Sag mal, sehe ich wirklich so gut aus? Und hier ist ein fettes Magazin über mich mit über 90 Seiten mit Fotos, Stories, Interviews und der Fortsetzung meines Buches Verdammt, ich lebe noch. Die letzten 4 Jahre, das finden wir hier drin. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen, ich bin jetzt erstmal ein paar Stündchen weg und schau mir meine Geschichte an. Aber hey, wow, das ist noch nicht alles in diesem schamlosen Schatzkästlein der Selbstbeweihräucherung. Voll krass. Ohrenstöpsel, Kohletabletten, ein streng limitiertes Schamhaar und hier, wuff wuff, ein von asiatischen Kindersklaven mundgebissenes Holzkreuz, eine Knoblauchkette und eine Silberkugel, falls ich euch mal besuchen sollte. Geilomat. So viel unnützer Flohmarkt-Nippes für schlappe 300 Euronen. Echt Schnieke. Ha! Ey, Caramba, I don't believe it. Das hier ist eine Matthias Reim VIP Payback-Karte. Denn beim Kauf von nur 3 Boxen bekommt ihr bereits 10 Treuepunkte.
Und bei nur 150 ein Rabatt von satten 5 Euro bei der 30-Jahre-Box 2020. Zick, zack, Huckepack. Aber ho, 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 Geronimo, what is that then? Wie endgeil. Das ist mein Song in 3D. Sag mal, war das echt so cooler Shit? Und hier ist noch ein voll fettes Magazin. Worum es da wohl gehen mag? Ach ja, um mich. Gott sei Dank was Interessantes. Fast 100 leere Seiten über mein Leben, meinen Stuhlgang, meine Frühstücksei-Vorlieben und die ersten 5 Zeilen meines Buches. Verdammt, ich schreibe noch. Die hoffentlich letzten 4 Jahre. So, und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich bin jetzt mal ein paar Stündchen auf dem Scheißhaus und drück mir vielleicht noch einen zweiten Song aus den Rippen. Und das hier nehme ich mit. 90 Seiten feinstes Toilettenpapier. Da trifft Arsch auf Arsch. Verdammt, ich wisch mich. Tschüssikowski.